Die maximale Luxationssicherheit, wir haben schon mal darüber geredet, ein sicherlich etwas provokantes Thema. Und ich möchte mit etwas anderem anfangen. Das sind alles Patienten. Das ist aus Werbebroschüren der Industrie, wo wir glückliche Prothesenträger sehen, die nicht nur alles, sondern sogar viel mehr machen können als vorher. Und es geht allen gut. Und ich als Revisionsprothetiker muss sagen, wenn ich das hier so sehe, kriege ich manchmal ein kleines bisschen Bauchweh, weil meine realistische Welt sieht irgendwo ganz anders aus. Soweit zu den Patienten. Jetzt kommen wir aber zu uns, zu den Ärzten. Weil wir sind ja sowieso die Besten. Wir machen die besten Schnitte. Wir sind ganz einfach erfolgreich. Wir sind sehr speziell und wir sind einfach on the top. Und deswegen ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir auch immer das Maximum bieten können. Jetzt hat es mir ein Bild verschluckt, schade. Weil wir betreiben ja den erfolgreichsten Eingriff des Jahrhunderts. Mit hoher Evidenz, mit hohem Inputfaktor, wissenschaftlich bewiesen, die Implantation der Primärendoprothese, der erfolgreichste Eingriff des Jahrhunderts. Wieder von mir als Revisionschirurg ein kleines Wort dazu. Wenn ich ein Implantat einsetze, von dem ich genau weiß, dass er scheitert, 10, 15, 20 Jahre später, dann weiß ich nicht, ob man da von Erfolg sprechen kann. Und erst recht nicht vom erfolgreichsten Eingriff, weil der Unfallchirurg, der Nagel in den Unterschenkel einschlägt, ihn 2 Jahre später rausholt und der Patient für den Rest des Lebens beschwerdefrei ist. Ich glaube, da kann man diskutieren, was das erfolgreichere Unternehmen ist. Und insofern die Frage maximale Luxationssicherheit, und jetzt mag ich mich zurücknehmen, sicherlich mit Vorsicht zu diskutieren. Wenn wir in die Literatur schauen, zeigt uns die das. Und es war jetzt nicht Gemütlichkeit von mir, sondern ich habe absichtlich Literatur aus ganz unterschiedlichen Zeiten genommen. Und wenn Sie beim Primäreingriff schauen, dann sehen Sie ganz unterschiedliche Zahlen für die Luxationsgefahr, für die Luxationswahrscheinlichkeit, die aber allesamt extrem hoch sind. Wir sind immer und überall über der 1%-Hürde. Das heißt, wir haben mehr Luxationen als Infektionen, sagt man in der Literatur. Das geht sehr hoch und ich glaube, dass das keine schlechten Operateure sind. Ich glaube, dass das ehrliche Operateure sind. Und wir haben jetzt ja ein Register, das uns alles schön aufzeigen wird, oder? Ich bin der Meinung, dass das Register so lange völlig wertlos ist, solange wir nicht gezwungen sind, jeden endoprothetischen Eingriff einzutragen. Wir sind alle im Register und können uns aussuchen, wie viel wir eintragen. Und wenn eine Klinik 90% ihrer Eingriffe einträgt und 10% nicht meldet, ich glaube, dann können wir darüber nachdenken, was das für 10% sind, die dann nicht gemeldet werden. Meines Erachtens sind es genau die 10%, die man melden muss, weil irgendwo müssen wir auch was lernen. Und wenn Sie die Revisionszahlen anschauen, da wird es noch viel horrender. Teilweise auch mittlerweile aufgespaltet nach Erst-, Zweit- und Mehrfachrevision. Es sind extrem hohe Zahlen an Luxationen, wo man einfach sehen kann, es ist schwierig. Und vor allem, Sie sehen die Publikationszeiten. Eigentlich haben wir die letzten 20 Jahre gar nichts dazu gelernt. Das ist meine Meinung. Oder? Geht es überhaupt so einfach oder geht es überhaupt? Ich bin der Meinung, dass wir nicht nur mechanische Probleme haben, sondern einer meiner Lieblingssprüche, ich habe so ein paar Lieblingssprüche. Es gibt 2 Lieblingssprüche, wenn die meine Jungs sagen, dann kriege ich immer so ein bisschen ein gewisses unausgeglichenes Gefühl. Das heißt zum Beispiel, das haben wir schon immer so gemacht oder es wird schon irgendwie gut gehen. Aber ich habe einen anderen Lieblingsspruch, Endoprothetik ist Weichteilchirurgie. Und da werden häufig schon Zeichen gesetzt, an denen wir gar nicht vorbeikommen. Wir haben eine Weichteilproblematik, die uns von vornherein teilweise schon höhere Luxationsgefahr beschert. Klassisches Beispiel, die pelvitroantere Insuffizienz. Das heißt, die hüftumspannende Muskulatur, die teilweise einfach nicht so gut ist wie bei anderen. In der Primärendoprothetik können das Zustände nach Voroperationen sein, bei der posttraumatischen Arthrose, also bei der Arthrose nach dem Unfall, bei der Hüftdysplasie, wo von vornherein die Muskulatur seit Geburt schlechter ist und nicht mehr so gut wirkt. Das sind Dinge, die haben wir vorgegeben, an denen kommen wir nicht vorbei. Und ich denke, dass da bereits ein Teil der Lösung drin liegt, warum wir hohe Luxationszahlen haben. Schuld sind auch nicht immer wir. Es sind einfach die Voraussetzungen und das sind häufig die Weichteile. Und die Weichteilproblematik wird sicherlich auch bestimmt durch die Zugangsvarianten.
Ich habe hier mal drei Standardzugänge genommen. Ich habe die Minimalinvasiven einmal einfach so zusammengefasst und dann den klassischen Weg über lateral oder dorsal herausgenommen. Und da rauchen bis heute die Köpfe, da fliegen die Fäuste auf den Tagungen, was besser ist und was schlechter ist. Ich denke, der beste und luxationssicherste Zugang ist immer der, den man gut kann. Und die Luxationsgefahr steigt dann, wenn man einen Zugang nicht kann oder nicht gut kann. Wenn man die Literatur anschaut, das sind jetzt ein paar Stellen, die sind sicherlich von mir gefärbt, dann meint man manchmal, der Laterale hat vielleicht so ein bisschen Vorteil gegenüber dem dorsalen Zugang. Aber ich mag da gleich ein Fragezeichen dahinter machen. David, greif mich nicht an. Es ist sicherlich mehr in der Problematik verborgen, was man immer macht und wie man es denn häufig so hält. Soweit zu den Weichteilen, die geben also viel vor, an dem wir teilweise nicht vorbeikommen. Und ich glaube, Weichteilrekonstruktionen an der Hüfte sind ganz, ganz schwierig. Da wird jedes Jahr das Rad neu erfunden in Studien. Aber so richtig effiziente Methoden, um auf dem Wege der Weichteilproblematik, Muskeltranspositionen und ähnlichem Erfolge zu verzeichnen, sind, glaube ich, äußerst problematisch zu sehen, sodass wir am Schluss doch wieder landen bei unserer Mechanik und uns da um die Luxationssicherheit kümmern wollen und kümmern müssen. Und das sind zuerst, Sie haben es gerade schon gesagt, Herr Müller, ganz klar die Kopfgrößen, die wir diskutieren können und müssen. Und ich glaube, Sie haben das genauso gezeigt. Ich bin derselben Meinung. Ich glaube, mit dem 32er Kopf haben wir so einen gewissen Golden Standard erreicht. Da geht es um die Problematik Abrieb, Luxationssicherheit. Da geht es um kinematische Probleme. Ich glaube, das ist so ein gewisser Golden Standard. Natürlich, je größer der Kopf, desto höher die Luxationssicherheit. Nicht nur aufgrund dieser, wie der moderne Endoprothetiker sagt, Jumping Distance, dass einfach der Kopf weiter raus muss, bis er luxiert, sondern aufgrund der Tatsache, dass auch die Range of Motion beim großen Kopf schlicht und einfach besser ist und da nicht so schnell ein Impingement entsteht, weswegen Luxation stattfinden kann. Also die Kopfgröße ist eine entscheidende Größe für die Luxationssicherheit. Dann haben sich im Laufe der Jahrzehnte eben viele kleine Einzelheiten gebildet. Es geht um die Randüberhöhungen, die sehr kontrovers diskutiert werden. Randüberhöhung, ja, nein, wenn ja, wie viel? Das ist so 20 Grad Überhöhung, die natürlich auf der Seite herrlich gegen die Luxation schützt. Da kommt kein Kopf mehr vorbei. Aber wenn der Kopf sich auf die andere Seite dreht, jeder, der das schon mal gesehen hat und angewendet hat, weiß, dass es dann sehr leicht zu Luxation auf die andere Seite kommt aufgrund der Impingement-Symptomatik. Das muss man, das kann man diskutieren. Es ist auf jeden Fall auch einer der Wege, die man einschlagen kann und vielleicht auch muss. Und das wird auch reichlich getan. Es gibt die sogenannten Schnapp-Inlays, die im Laufe der letzten 2-3 Jahrzehnte verbessert worden sind. Es gibt diese Super-Schnapp-Inlays, wo man die Köpfe instrumentell eindrücken muss oder mit irgendwelchen Zusatzringen sichert, dass der Kopf nicht mehr aus dem Inlay rausgehen soll. Tut er auch nicht. Ich habe in der Zeit, als das entwickelt wurde, das sehr häufig angewandt. Wir haben ein anderes Problem gesehen. Der Kopf ist nicht mehr aus dem Inlay raus, aber es hat uns die Inlays aus dem Pfann rausgerissen. Und dann waren wir wieder so weit wie vorher. Also sicherlich auch eine Möglichkeit, aber eine, die wir heute, glaube ich, ein kleines bisschen am Vergessen sind, aufgrund der Möglichkeiten, die sich sonst so aufgetan haben. Und dann eben auch die Möglichkeiten der Halskonfigurationen, die sogenannten Offset-Hälse, das ist ein System, was heute noch existiert, abgewinkelt oder schlicht und einfach mit Offset oder die früheren Generationen, ein sogenannter Vario-Kopf, der mich sicherlich oft gerettet hat, mit einer schrägen Bohrung, mit der man eben ein Offset entgegen der Luxationsrichtung einstellen kann. Das sind alles Dinge, die einen weiterbringen und letztendlich eben das vorher schon angesprochene System, die Systeme, die es mittlerweile von vielen gibt. Aber ich glaube, allein schon die Tatsache, wie stark Sie da auf dem Markt vertreten sind, zeugt auch von der Qualität Ihres Produktes, das BioBall-System, was eben mit sehr vielen verschiedenen Längen aufwartet, mit Offset-Varianten aufwartet. Sie sind ja auch in der Lage, uns sogar Sonderimplantate herzustellen für gewisse Konus-Spezifikationen, die nicht so häufig sind oder mit Sonderlängen oder Ähnliches. Also ich glaube, da halten wir alle etwas in der Hand, was uns wirklich im Alltagsleben weiterhilft. Ich mache das Ganze seit knapp 30 Jahren. Und als ich damals in Garmisch beim Professor Lechner angefangen habe,
Da sind wir, also nicht wir, ich habe da immer nur dabei gestanden, da ist man auch mit Hammer und Meißel an die Revision gegangen und sonst hat man gar nichts gehabt. Und als Längen gab es kurz, mittel und lang und das hat manchmal große Probleme aufgeworfen. Und das kennen wir gar nicht mehr heute und wir wissen eigentlich gar nicht, wie gut es geht und wie gut es uns geht mit solchen Systemen. Zum Hals selber, zu diesem System mag ich nicht so viel sagen, das wird uns der David nachher noch mal kurz wahrscheinlich erklären, wie das ist mit Offset und schräger Bohrung und gerader Bohrung und mit irgendwelchen seltsamen Zahlen, die da stehen, wo die Schräge ist oder wo sie nicht ist. Da mag ich mich jetzt gar nicht lang dran aufhalten. Übrigens, du hast morgen sowas Ähnliches wie deinen zweiten Geburtstag. Da wollte ich dir alles Gute dazu wünschen. Morgen wird es 3 Jahre. Nee, also morgen wird es das 3. Jahr. Du bist seit 2 Jahren in Berlin und führst dort ganz erfolgreich dein Krankenhaus dazu, alles Gute und alles Gute zu diesem Geburtstag gleichzeitig von meiner Seite her. Ganz kurz zu einigen Kasuistiken, das ist ein 71-jähriger Mann, das ist ein Ausschnitt aus seiner Gesamtgeschichte, wie es häufig bei uns so ist. Eine Vielfachprozedur unter anderem mit multiresistentem Keimbefall, das war noch vor der ersten Infektsituation, rezidivierende Luxation, hier auch der Kummer begraben in der Pelvitrohantenneninsuffizienz. Man denkt, warum luxiert der jetzt? Der kam so zu uns mit der 3. Luxation. Und als wir dann aufgemacht haben, haben wir gesehen, warum er luxiert. Der Trochanter major war blank, da war keine Muskulatur mehr dran. Und die Luxationsgefahr ist halt ganz einfach riesengroß mit diesem 32er Kopf. Und da haben wir es schlicht und einfach dann so gemacht, dass wir einen Kopfwechsel gemacht haben auf dieses tripolare Kopfsystem, von dem eben die Rede war. Haben wir ein tripolares System einzementiert aufgrund der schlechten Knochenqualität. Ich bin auch der Meinung, Sie haben das schon eben angedeutet, Herr Müller, Zement ist nichts Schlechtes. Zement ist was Gutes, das ist sicherlich in den Studien, gerade in den skandinavischen, und das ist meine ganz persönliche Ansicht, nicht so ganz exakt wiedergegeben, weil die Skandinavier zementieren mehr und deswegen können die das gut. Und mit der zementlosen Prothetik haben die noch nicht so viel Erfahrung und deswegen gibt es da, glaube ich, noch mehr Probleme. Und ich glaube, gute Zementiertechnik ist etwas, was zuerst mal von einem zementlosen Implantat auf Dauer übertroffen werden muss. Aber das ist eine andere Plattform, über die wollen wir uns hier nicht unterhalten. Wie gesagt, das war ein tripolares System, dann hat es gestimmt mit der Luxation und dann ist uns das Ding um die Ohren geflogen. Wir haben bereits bei unserem Eingriff multiresistente Keime geführt. Nicht bei der Punktion, deswegen haben wir es einseitig gewechselt, aber dann und dann ist es uns um die Ohren geflogen und dann ging es weiter, aber das gehört hier nicht her. Das nur ganz nebenbei, das ist eine 68-jährige Patientin, die hat ein multipel metastasiertes Mammakarzinom, die kam so zu uns mit einem, mit einer Tumorprothese zu uns, die infiziert war, die ist jetzt schon im Resektionszustand während der Sanierungsphase, die wir nach wie vor mehrzeitig machen, auch da nicht die große Diskussion hier aufwerfen wollen, nicht, dass wir uns am Schluss schlagen, David, das muss nicht sein, heute auf jeden Fall ausgebaut, saniert, reimplantiert mit einem erneuten Tumorsystem und auch wenn die sehr jung ist, noch mit ihren 66 Jahren, auch eine zementierte Pfanne und weil die aufgrund ihrer Tumorresektion da oben überhaupt keine Muskulatur mehr getragen hat, machen wir das mittlerweile so, dass wir es mit dem tripolaren System primär versorgen, da gar kein Risiko mehr eingehen. Unter der Prämisse, diese Frau ist multipel metastasiert, das ist ein palliativer Eingriff und die soll schnell wieder auf die Füße und das soll sicher sein. Und das Ding wird auf jeden Fall jahrelang halten und da tun wir gar nicht lang rum, das machen wir dann so. Und dann hat die das tripolare System und wenigstens auf dieser Ebene hat es dann keine Luxation mehr erlitten. Und das ist dann wenigstens auch schon wieder ein ganz, ganz kleiner Erfolg in dem, was dieser Dame vielleicht noch bleibt. Und das ist etwas, dass wir gar nicht so selten machen mittlerweile, wieder rezidivierende Luxation, wieder pelvitrohantere Insuffizienz. Und das ist das Bild nach der Reposition, die luxierte dann wieder. Und das ist eine Patientin, die ist noch sehr jung, die ist 75, ist gut beieinander. Die sieht ein bisschen klein aus, aber ist fest. Die Implantate sind fest. Und da machen wir es durchaus so, dass wir, wenn wir die Luxationssicherheit erhöhen wollen, erstens das tripolare System nehmen, das nehmen wir mittlerweile meistens in solchen Fällen, das Implantat selber drin lassen, das ist eine Alufit-Pfanne, und dann eine tripolare Pfanne einzementieren.
Ich werde im zweiten Vortrag nachher darauf zurückkommen, nur ganz kurz, Vorsicht, Sonderimplantat. Sie schaffen das Sonderimplantat mit umgekehrter Produkthaftung, da kommt gleich noch was dazu. Und so sieht es dann aus, sieht ein bisschen eigen aus, manche schimpfen drüber, manche lachen drüber, so ein bisschen jägerhutförmig, aber es funktioniert. Das Einzige, was man Patient vorher sagen muss, durch die Tatsache, dass die Pfanne rauswandert, geht das Drehzentrum ein bisschen nach unten. Ich glaube, dass das mechanische Problem nicht das große ist. Dem muss man sagen, dass das Bein ein bisschen länger wird. Aber wenn man mit dem redet, wenn der mehr Reluxation hat, ich glaube, dass den seine Beinlänge, die Differenz von einem halben bis einem Zentimeter, nicht mehr so ganz groß interessiert. Und hier nochmal eine ganz kleine Problematik, die wollte ich einfach ansprechen, muss man auch mal dazu sagen. Kawe, man findet immer wieder Dinge, über die man stolpert, mit denen man nicht gerechnet hat. Das ist ein 57-jähriger Patient, dem geht es eigentlich gut. Der ist ganz modern implantiert über minimalinvasiven Zugang, Hartpaarung, Keramik-Keramik, also Delta-Keramik. Und dem geht's gut und dann kriegt er Abriebkrankheit mit seinen 36 mm. Es quietscht, es rappelt, es tut weh. Die Prothese ist fest und man macht ihn auf und der hat haufenweise Abrieb drin und ganz wüste Weichteile, ist aseptisch. Und man bespricht es vorher schon, das war eigentlich relativ klar, was der hat. Und man macht halt einen Kopf- und einen Inlay-Wechsel. Ich wechsle in so einem Fall auf eine Weichpaarung, ich nehme im Kopf wieder eine Delta-Keramik. Natürlich wieder mit dem Revisionskopf, das ist klar. Den hat er hier schon drauf gehabt. Und mache ihm dann eine Polyethylen-Inlay rein. Da kann man darüber diskutieren, muss man darüber diskutieren. Da gibt es keine Leitlinie und da gibt es bisher auch keine wissenschaftliche Evidenz. Und dann haben wir aufgemacht und dann haben wir den Kopf runtergehoben. Das Hüschen ist noch drauf geblieben. Dann haben wir das Inlay rausgeholt. Das ging dann Gott sei Dank auch ganz gut. Und dann muss man natürlich einen neuen Kopf drauf machen und dann muss man natürlich die Haube runter machen. Und wenn ich Ihnen zeige, der Schaft ist am Schluss doch ausgebaut gewesen. Was ist passiert? Die Haube ist nicht runtergegangen. Sie sehen, wie wir die zugerichtet haben. Das gibt es auch manchmal. Da kann keiner was dafür. Weder der Voroperateur noch sonst irgendjemand. Und man darf da natürlich keinen Keramikkopf wieder draufsetzen, das ist klar. Das darf man einfach nicht. Das tun viele, wir machen das nicht. Wir sagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Und deswegen muss man den festen Schaft draus machen. Und das ist eigentlich gar nicht so lustig. Das kann auch mal ins Auge gehen. Schauen Sie, wie das zugerichtet ist. Wir haben es nicht abgekriegt. Ich hatte einen sehr starken Oberarzt am Tisch. Der hat es dann auch nicht geschafft. Am Schluss haben wir gesagt, bauen wir einen Schaft aus, vor uns frakturiert, bauen wir gezielt aus Fenstern, den machen einen neuen Schaft. Das ist gut gegangen, muss nicht immer so sein. Und wie gesagt, das ist etwas, das sind Dinge, die manchmal auf einen zukommen, die man nicht so ganz erwartet. Das nur als kleiner Zusatz zu dieser Sache. Und zum Abschluss noch ein Bild. Ich bin ja Wahlfranke, arbeite jetzt eigentlich in Mittelfranken, habe mal eine Weile in Oberfranken gearbeitet, in Kronach. Und aus Kronach stammt Lukas Cranach, der Ältere, sehr bekannter, weltberühmter Maler. Bilder von ihm hängen auch im Louvre, die habe ich mir mal angeschaut. Das ist ein Gemälde von, das hängt nicht im Louvre, das ist ein Gemälde von ihm, das heißt der Jungbrunnen. Und wenn man den Jungbrunnen so anschaut, ich bilde es mir so ein, ich weiß nicht, ob Sie meiner Meinung sind, da gehen Männer und Frauen rein und rauskommen tun nur Frauen. Was das auch immer zu heißen hat, ich weiß es nicht. Ich kann es zur Diskussion stellen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ein, zwei Mal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Vielen Dank.